abgetan wäre damit, dass ich tue, wäre es gut, es wäre schnell abgetan. Könnte feiger Mord auch alle Folgen töten und sein Vollzug nur glücklich sein gebären, dass dieser Stich die Tat tut und sie löscht. Nur hier in diesem flachen Diesseitsleben, das Jenseitsleben wäre mir ganz egal. In solchen Fällen aber wird der Preis noch hier gefordert, sodass wer Unterricht in Blut erteilt, vom Blut belehrt wird gleich. Justitia wird ihre Waage füllen mit meinem Gift und an den Mund mir führen. Er ist hier zweifach sicher, denn Punkt 1, er ist mir blutsverwandt, ich bin ihm untergeben. Zweifaches Hindernis für solche Tat. Punkt 2, ich öffne ihm mein Haus und müsste die Türen jedem Mörder schließen, statt selbst ein Messer ziehen. Und außerdem, er hat die Macht so großzügig gehandhabt, die Stellung nie missbraucht, dass seine Größe Engels gleich Trompeten wird gegen den Mord. Und Mitleid, wie ein Baby nackt und neugeboren, wird reiten auf dem Sturm. Die Himmelsrächer durch die Lüfte rasend blasen die Tat in jedes Auge, dass der Wind ertrinkt in Tränen. Ich habe keinen Sporn, den ich der Absicht in die Flanke schlagen kann. Nur Ehrgeiz, der sich aufschwingt über sich selbst und niederfällt dann auf den anderen. Was ist? Was gibt es Neues? Er ist gleich fertig mit dem Essen. Warum bist du hinausgegangen? Hat er nach mir gefragt. Weißt du es nicht? Lass uns dieses Geschäft nicht weiter treiben. Er hat mich eben erst geehrt und ich habe einen großen Namen jetzt im Land. Der will gewahrt sein und nicht aufs Spiel gesetzt mit leichter Hand. Die Hoffnung. War sie denn betrunken, als du dich in sie gekleidet hast? Schlief sie seitdem? Wacht sie jetzt auf, schlecht ausgenüchtert, sich das anzusehen, was sie so gerne wollte? Ab heute sehe ich auch deine Liebe so. Reicht deine Kraft nur für den Wunsch, nicht für die Tat? Willst du besitzen, was dir dein Leben krönt und als Feigling vor dir selbst dastehen, indem der Satz, ich wag's nicht auf, ich wünsch mir's voll? Stille! Ich wage, was ein Mann nur wagen kann. Wer mehr wagt, ist kein Mann. Ja, was denn ein Tier, das dich veranlasst hat, mir deine Absicht bloßzulegen? Als du das wagtest, da warst du wohl ein Mann. Um mehr zu sein, als du gewesen bist, wolltest du werden, eben dieser Mann. Nicht Zeit noch Ort waren brauchbar. Doch du wolltest sie brauchbar machen. Jetzt sind beide da und du gebrauchst sie nicht. Ich hab gestillt. Ich weiß, wie weich es stimmt, das Kind zu lieben, das man säugt. Doch würde ich ihm im glücklichsten Moment die Brust aus seinem Mäulchen reißen, den Kopf einschlagen, hätte ich geschworen, wie du geschworen hast. Wenn wir versagen. Versagen? Wir? Treib deinen Mut bis auf den höchsten Punkt und wir versagen nicht. Wenn Duncan schläft, und seine schwere Reise lädt ihn dazu ein, werde ich die beiden Diener mit Wein betäuben, dass ihr Gedächtnis, Wächter ihres Hirns, zu Dampf wird, das Denkgefäß an Cassie. Wenn die beiden versoffenen Naturen dann im Sauschlaf liegen wie im Tod, was können du und ich dann nicht im unbewachten Duncan tun und den beiden Dienern leicht in ihre Schuhe schieben unseren großen Mord? Bring nur Söhne mir zur Welt. Aus deinem stoffvollen Mut soll nichts als Kerle wachsen. Wird man nicht glauben, dass die zwei die Täter sind, wenn wir sie mit dem Blut beschmieren und unsere Tat mit ihren Dolchen tun? Wer wird sich trauen, was anderes zu vermuten, wenn unser Jammer um seinen Tod das Land erzittern lässt? Ich bin bereit und spanne jeden Muskel für das Verbrechen. Los geht's! Täuschen wir die Welt mit einer Vorstellung, die Unschuld heißt. Du Falschgesicht, versteck, was du, mein
Falschherz weißt. Wenn's abgetan wird damit, dass ich's tue, wär's gut. Es wär schnell abgetan. Könnt feiger Mord auch alle Folgen töten und sein Vollzug nur glücklich sein gebären, dass dieser Stich die Tat tut und sie löscht. Nur hier, in diesem flachen Diesseitsleben, das Jenseitsleben wär mir ganz egal. In solchen Fällen aber wird der Preis noch hier gefordert, sodass wer Unterricht im Blut erteilt, vom Blut belehrt wird gleich. Justiz hier wird die Waage füllen, mit meinem Gift und an den Mund mir führen. Der ist hier zweifach sicher, denn Punkt 1. Er ist mir blutsverwandt, ich bin ihm untergeben. Zweifaches Hindernis für solche Tat. Punkt 2. Ich öffne ihm mein Haus und müsst die Türen jedem Mörder schließen, statt selbst ein Messer ziehen. Und außerdem, er hat die Macht so großzügig gehandhabt, die Stellung nie missbraucht, dass seine Größe engelsgleich Trompeten wird gegen den Mord und Mitleid. Wie ein Baby nackt und neugeboren wird reiten auf dem Sturm. Die Himmelsrächer rasen durch die Lüfte, blasen die Tat in jedes Aug, dass der Wind ertrinkt in Tränen. Ich habe keinen Sporn, den ich der Absicht in die Flanke schlagen kann. Nur Ehrgeiz. Ehrgeiz. Ehrgeiz, der sich aufschwingt über sich selbst und dann niederfällt auf den anderen. Was ist? Was gibt es Neues? Er ist gleich fertig mit dem Essen. Warum bist du hinausgegangen? Hat er bei mir gefragt? Weißt du's nicht? Lass uns dieses Geschäft nicht weiter treiben. Er hat mich eben erst geehrt. Ich habe einen großen Namen jetzt im Land. Der will gewahrt sein, nicht aufs Spiel gesetzt mit leichter Hand. Die Hoffnung. War sie denn betrunken, als du dich in sie gekleidet hast? Schlief sie seitdem? Wacht sie jetzt auf, schlecht ausgenüchtert, das anzusehen, was sie so gerne wollte? Ab heute sehe ich auch deine Liebe so. Reicht deine Kraft nur für den Wunsch, nicht für die Tat? Willst du besitzen, was dir dein Leben krönt und als Feigling vor dir selbst dastehen, indem der Satz, ich wag's nicht auf, ich wünsch mir's Volk, still! Ich wage, was ein Mann nur wagen kann. Wer mehr wagt, ist kein Mann! War's denn ein Tier, das dich dazu veranlasst hat, mir deine Absicht bloßzulegen? Als du das wagtest, warst du wohl ein Mann. Um mehr zu sein, als du gewesen bist, wolltest du werden eben dieser Mann. Nicht Zeit noch Ort waren brauchbar, doch du wolltest sie brauchbar machen. Jetzt sind beide da und du gebrauchst sie nicht. Ich hab gestillt. Ich weiß, wie weich es stets, das Kind zu lieben, das man säugt. Doch würde ich ihm im glücklichsten Moment die Brust aus seinem Mäulchen reißen, den Kopf einschlagen, hätte ich das geschworen, wie du geschworen hast. Wenn wir versagen. Versagen? Wir? Treib deinen Mut auf den höchsten Punkt und wir versagen nicht. Wenn Duncan schläft und seine schwere Reise lädt ihn dazu ein, werde ich die beiden Diener mit Wein betäuben, damit ihr Gedächtnis, Wächter ihres Hirns, zu Dampf wird. Das Denkgefäß ein Kessel. Wenn die versoffenen Naturen dann in ihrem Sauschlaf liegen wie im Tod, was können du und ich dann nicht dem unbewachten Duncan tun und den beiden vollgesoffenen Dienern leicht in ihre Schuhe schieben, unseren großen Mord? Bring nur Söhne mir zur Welt.
Aus deinem stoffvollen Mut soll nichts als Kerle wachsen. Wird man nicht glauben, dass die zwei die Täter sind, wenn wir sie mit dem Blut beschmieren und unsere Tat mit ihren Dolchen tun? Wer wird sich trauen, etwas anderes zu vermuten, wenn unser Jammer um seinen Tod das ganze Land erzittern lässt? Ich bin bereit und spanne jeden Muskel für unser Verbrechen. Los geht's! Täuschen wir die Welt mit einer Vorstellung, die Unschuld heißt. Du, Falschgesicht, versteck, was du, mein Falschherz, weißt. Hast du ja ganz toll gemacht. Was? Na, deine Aktion von vorher. Erste Klasse. Ach so, du meinst, als ich für uns eingestanden bin und du 12 Minuten die Fresse gehalten hast? Ja, ganz genau. Als du 12 Minuten lang vor versammeltem Vorstand, vor Daniel, nebenbei Besitzer der Bank, alles rausgehauen hast, ungefiltert. Meine Güte, Mirella, was hast du dir eigentlich dabei gedacht? Mann, ich habe mir dabei gedacht, dass ich einfach das sage, was wir gestern Abend besprochen haben. Und du bist so illoyal und sagst kein einziges Wort. Was geht? Wirfst du mir gerade Illoyalität vor? Ja. Sag mal, geht's noch? Sag doch, wo deine Loyalität war in diesen 12 Minuten. Wo hast du damals an mich gedacht, weil die Argumentation, die du rausgehauen hast, ja, da war ich ja wohl mit dabei. Jedem ist klar, dass das von uns beiden kommt. Ich habe nur an dich gedacht. Ich habe nur an uns gedacht, ja? Weil ich will, dass wir gesehen werden, ja? Ich will, dass wir die Lorbeeren kriegen, die uns zustehen. Verdammt nochmal, wir haben die App entwickelt. Wir haben das ganze Marketing gemacht. Wir haben das Geld gekriegt von den Sponsoren. Das waren wir. Und wir sind jeden Tag 20 Stunden in dieser Bank. Nicht er. Er geht um 17 Uhr nach Hause. Ja, aber trotzdem dürfen wir nicht vergessen, wer er ist. Ich meine, er ist unser Mentor. Er hat uns eingestellt. Ohne ihn wären wir nirgends. Also ach, bitte. Er hat so viel von uns profitiert. Ja, er hat die Erstkunden gebracht. Aber dann, ja, dann war's das. Dann waren wir dran mit Mitte zweite Riege Kunden holen. Dritte. Er profitiert so viel von uns. Ich will einfach, dass man das sieht, was wir machen. Ich war doch nur ähnlich. Und ich bin letzte Woche in der Bar. Da hast du gesagt, was du denkst, ja? Da hast du gesagt, du willst auf dem Cover von Forbes Magazine sein, TED Talks, Pioneers Festival, was auch immer, ja? War das gelogen? Nein, natürlich nicht. Aber, mein Gott, das war in einer Bar mit 2 Flaschen Wein, da hätte ich alles gesagt. Was, da warst du mal ehrlich? Ja, schon. Ich möchte gesehen werden. Ich möchte auch, dass wir respektiert werden für das, was wir tun. Also? Aber nicht mit dem Kopf durch die Wand. Du riskierst alles. Wir haben überhaupt keine Ahnung, wie der Vorstand reagieren wird. Wenn es blöd läuft, dann sind wir morgen weg. Verstehst du das, Mirella? Anstatt ganz oben bei der Bank zu sein, sind wir dann raus auf der Straße. Tschüss. Sag dir mal, wäre ich so impulsiv gewesen und ein Mann, dann wäre das ganz toll gewesen. So wie ich ja die Frauen hysterisch cool. Das hat nichts mit Mann und Frau ja, zu tun. Sicher. Gar nichts. Weißt doch, dass ich so impulsiv bin. Ja, jetzt weiß ich's wieder. So schlimm war es jetzt auch nicht. Ach, doch. Nein. Doch. Nein. Doch. Ja gut, was machen wir denn jetzt? Ja gut, mal angenommen, ja? Gehen wir mal davon aus, dass deine Aktion was Positives hatte. Vielleicht, dass gewisse Vorstandsmitglieder aufgerüttelt werden dadurch und unsere Ideen teilen, ja? Mhm. Gut, dann müssen wir jetzt dafür sorgen, dass wir denen mehr Futter geben, sodass der Vorstand gegen Daniel vorgeht. Daniels Hass wird sich auf den Vorstand richten und uns katapultiert das nach ganz oben. Nur, dass wir Daniel noch im Rücken haben. Das ist super, okay. Und für die paar, die gegen uns sein könnten, ja, Henrik, Gustav und die, da haben wir doch was in der Hand, oder? Also der Gustav zum Beispiel, der gerade von der Saskia das dritte Kind bekommen. Ja. Ja? Hat eine Affäre mit dem Mohammed von der Buchhaltung seit 3 Jahren. Nein. Ja. Und hier der Hendrik, ja? Da habe ich ein paar Kopien gemacht, ne, von seiner Firma, von der er so viel redet. Ja, weil sein Büro ist eine Shell-Firma. Ja, auf den Fidschis ist. Krass. Nix. Ja, und Achim? Ja. Unser sauberer Vize?
Er hat ja diesen Fonds gegründet mit der amerikanischen Firma. Mhm. Ist alles Schein, das ist eine Firma in China. Das ist ja super. Okay. Gut, also. Ich werde morgen zuerst mit Daniel sprechen, ja. Die Lage sondieren. Okay. Und dann wirst du dich aber sowas von entschuldigen. Ja, ja, mach ich ja. Gut. Okay. Und dann, ohne Risiko, tröpfchenweise vorgehen. Tröpfchenweise vorgehen. Gut. Ein Bierchen? Mindestens.